Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Life is Feudal oder Life is Feudal. Ja, ich will das Spiel mal anzocken und so ein paar so die Grundsachen erklären von euch, die vielleicht das Spiel selber mal haben möchten, aber nicht ganz zurechtkommen. Und ich spiele zusammen mit dem Nit. Moin, hallo. Und wir werden uns gleich mal treffen. Ist schon auf dem Weg hierher. Wer das Spiel nicht kennt, ist ganz interessant. Es gibt es jetzt seit einiger Zeit auf Steam. Es ist halt so ein Survival-Medieval-Game. Halt mit Survival und Mittelalter. So. Und wo man sich halt wirklich alles selber aufbauen kann. Das ist so richtig so, ne? Ohne Zombies. Aber es ist so richtig Survival halt. Also man kann sich halt ein Dorf aufbauen, eine Stadt, eine richtige Burg, sag ich mal. Also alles so gesehen. Ist auch nur Early Access, aber hat schon einiges zu bieten jetzt. Und ist komplett im Multiplayer auch. Da hinten hat sich schon so eine Ansiedlung gebildet von Spielern. Ach, bist du das? Schwimmst du da gerade? Ja, ich bin auch da. Der Nit schwimmt drüber. Der ist schon von der Insel da hinten gekommen. Ich bin ganz drüben gespawnt. Kannst du mal die Karte aufmachen? Ja. Einfach der perfekte Spawn zum ersten Mal spawnen. Ja, also hier bin ich, wo mein Mauszeiger ist. Und da hinten ist er gespawnt. Hi. So, hey. Du bist nackt. Ja, ich hab noch nix. Öffne mal das Inventar mit I. Jo. Oh, und genau, und dann Charakter musst du halt irgendwie. Okay, ja, wir fangen einfach mal an. Und das Gute ist, ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Nit ist jetzt neu, das heißt, ich kann ihm das erklären und gleichzeitig euch. Das ist eigentlich perfekt. Okay, also, wir fangen an. Man braucht also erstmal die nötigsten Werkzeuge. Die habe ich hier unten in der Leiste oder hier könnt ihr das auch bei meinem Charakter sehen. Man muss erstmal grundsätzlich wissen, alles, was man macht, fängt mit dem Rechtsklick an. Das heißt, wenn man hier im Spiel ist, muss man Rechtsklick auf den Boden oder so machen und dann ist hier, sieht man so ein Viereck und das ist halt der Bereich, an den man sich wenden will und dann kommt halt so eine Liste von Sachen, die man machen kann, Prospecting, Forestry und so weiter, Terraforming, das heißt, man kann auch Sachen wie den Ground lowern, um halt irgendwie eine gerade Fläche für ein Haus zu kriegen. Was wir zum Beispiel am Anfang brauchen, ist unter Nature's Lore zu finden und zwar Gather Plant Fiber. Das sind halt so gesehen, kann man daraus halt Seile machen, um halt Sachen aneinander zu binden. Wobei, das wurde auch gepatcht, das geht jetzt gar nicht mehr so einfach. Man braucht zuerst jetzt ein Messer und das kriegt man, braucht man erstmal einen Stöcker für, das braucht man eh für alle Werkzeuge, um halt den Stiel zu machen. Gehen wir mal kurz zu einem Baum. So, und dann halt auch auf den Baum Rechtsklick und dann Forestry und dann Snap a Branch. Da machst du dir halt so einen Stock ab. Dann kommt halt immer so eine Zeitleiste. Und die muss man immer abwarten. Jo. Genau. Was ganz cool ist, mit allen Aktionen, die man macht, egal ob man jetzt irgendwie Gras vom Boden schneidet oder halt Steine wälzt oder keine Ahnung, was man halt macht, erhält man Skillpunkte, die sieht ihr immer unten im Chat. Und so kann man halt immer seine Skills aufwerten. Das heißt, man fängt mit den Grundskills hier an, die ganz links sind, hat manchmal schon ein paar rechts freigeschaltet und die levelt man halt. Und wenn man sagt, hier hat man genug gelevelt, weil jedes Level oder alle paar Level hat man halt eine neue Fähigkeit. Hier habt 30 Level, 60 Level. Das geht auch relativ fix bei manchen Skills. Und da kann man halt das hier sagen, ich will jetzt nicht mehr hier lernen. Normalerweise sollte es sich so umschalten, genau so. Jetzt ist es gelockt, jetzt level ich hier nicht mehr und kann mit dem neuen Skill anfangen zu leveln. Tut mir leid, dass du das gerade nicht siehst, Nit. Ich hab's auch kaum gehört, du hast gerade verleckt. Oh, okay, na dann. Welche Taste war es? O? P? Auf L, genau auf L. Und dann kann man halt hier so nächste Skill sehen und den würde man dann leveln, wenn man jetzt diese Tätigkeit macht. In dem Fall wäre das halt den Boden aufgraben, Terraforming. So, das kann ich dir auch nochmal separat erklären dann. So, du hast jetzt einen Stock, ne? Hab ich, ja. Okay, als nächstes braucht man Stein, beziehungsweise Flintstone, halt so ein scharfer, kantiger Stein. Und da gehen wir hier an irgendeine Felswand, beziehungsweise Steingeröllanhäufung. Hier übrigens ist ganz lustig, hier bin ich auch irgendwo gespawnt und habe das hier entdeckt, da hat sich schon einer reingegraben, hat angefangen. Das ist wohl ziemlich viel Arbeit, so ein Loch zu graben. Das geht halt auch, Terraforming, sich wirklich in Berge reingraben. Hier hat er auch schon einen Ofen stehen, ein paar Lagerfeuer. Und das Lustige ist, das, was er hier, der hat sich hier reingraben und hat jedes Mal, wenn er sich reingraben hat, Steine bekommen. Und die muss er halt loswerden, sonst ist er überladen. Und die hat er alle hier hochgeschüttet, deswegen liegt hier so viel Kies rum. Das habe ich auch nicht gewusst. Und ja, jedenfalls bei dem Kies hier kannst du jetzt Rechtsklick drauf machen und dann
Prospecting Search for a Useful Flintstone. Und das ist dann so die Basis für dein Messer. Auch für eine Axt oder eine Spitzhacke oder sowas. Mhm. Genau. Ich kann es halt auch nochmal machen, damit die Leute es sehen. Kommt dann halt wieder die Meldung da. Und dann könntest du schon mal dein Inventar öffnen. Ja, habe ich. Und dann Create a Primitive Tool. Genau, rechtsklick auf den Stick und Create a Primitive Tool. Und da hast du da so eine Auswahl von Sachen und du brauchst halt jetzt am Anfang das Primitive Knife und das braucht halt ein Flintstone und einmal einen Stock und dann macht man halt Craft, wenn man es hat. Und ja, dann hat man halt das Messer. So, wenn du das Messer hast, dann kannst du das in deine Charakterleiste ziehen, die, glaube ich, aufgeht mit V oder was war das? Ich habe es mir umgelegt, deswegen ich weiß es gerade nicht. Ich habe das Inventar und dann in die Leiste gezogen einfach. Jedenfalls legt das dann am Körper an und dann kann man das halt bei jeder Aktion benutzen. Und dann kann man hier einfach mal ans Gras gehen und einfach mal Gather Plant Fibers drücken. Und dann schlägt man so ein bisschen aufs Gras, weil man wütend ist. Ja. Synchron ist das noch schöner. Und wenn man sie abgeregt hat, hat man meistens Wild Plant Fiber dann 1. So. Und das wiederholt man dann so lange, bis man alle Werkzeuge hat. Also das sind immer die, so die Grundstoffe für die Anfangswerkzeuge, halt Gras, Stein und Holz. So, und wenn man dann so ein paar Skills hat, weil am Anfang kann man relativ wenig machen, man braucht halt erstmal die Skills. Hier zum Beispiel, wenn ich mich reingraben will, muss ich das erstmal auf 60 bringen, diesen Skill. Das heißt, ich muss erstmal ein paar Mal mich in den Boden graben, bevor ich überhaupt mich richtig reingraben kann mit einer Spitzhacke. Muss ich mich halt erstmal ein paar Mal den Boden kaputt hauen. Und dann kann man sie auch richtig reingraben. Ich hoffe, ich erkläre es nicht zu kompliziert. Das geht schon. So, und ja, so ist halt der Skill aufgebaut. Du musst erstmal das auf ein bestimmtes Level erreichen. So, wir können ja mal testweise, wenn du willst, kannst du, während ich das mache, gleich schon mal ein paar Steine, Gras und Äste sammeln, damit du dir die Basic Tools zubauen kannst und ich in der Zeit will mal testen, ein Lagerfeuer zu machen. Da stehen zwar welche, aber ich will das mal selber craften, deswegen. So, und zwar Forestry Create a Campfire. So, Selection Object, Campfire Build. Okay, jetzt kann ich hier auswählen, wo es hin soll. Das ist halt natürlich eine scheiß Stelle hier. Ich mache nochmal Cancel und suche mir eine bessere Stelle. Hier vielleicht. So. Bild. Jawohl, das passt. Dann kann ich es halt hier sogar noch bewegen. So, Felder auf, Felder, ne? Und so weiter. Dann Bild. So, dann macht er das dahin. Dann kommt wahrscheinlich erstmal ein Schild, wo dann steht, ja, du brauchst die und die Materialien. Genau. Da create a Campfire und da sagt er mir, ich brauche dafür 5 Stöcker. Habe ich die zufällig? Die habe ich nicht. Okay, dann hole ich mal 5 Stöcker. Ach ja, aber da kann man gut was machen. Man kann wirklich so eine riesen Auswahl von Häusern und sowas, was man sich alles bauen kann und Mauern und was weiß ich und dann Spieler-PvP. Das Kampfsystem ist auch sehr interessant. Was man auch nochmal sagen muss, das ist komplettes Mittelalter. Das heißt, es ist kein Fantasy, sondern komplett realistisches Mittelalter. Es gibt keine Monster, keine Zombies, keine Drachen, keine Ahnung. Es gibt halt wirklich nur Tiere und Menschen. Ich habe jetzt 4 Steine und sammle den 5. Dann nice. Einmal, was ich noch brauche. Gras, nochmal diese Plant Fibers. Mhm. Die sind ein bisschen ätzend, da findest du oft nicht. Irgendwie leckt's bei mir gerade. Also ich habe Standbild. Irgendwie. Du auch? Okay. Ach, du auch? Ja. Okay, dann ist das Server schon nicht abgekackt. Stimmt, ich habe auch kein Standbild. Also ich kann mich nur nicht bewegen. So, wir sind zurück. Nit ist noch im Ladebildschirm. Jo, wie war das? Also ich will ein Lagerfeuer machen. Ich hatte da hinten eins ja aufgestellt. Ist das noch da? Ja, das Schild ist noch da. So, ich habe in der Zwischenzeit Hölzer gesammelt. Ja, genau. Ich lege mein ganzes Inventar da rein. So, jetzt müsste es an sich gehen, oder? Ja, macht. Oh, da ist ein Campfire, nice. Okay, hat einmal aufgeflammt, er zum Fuel. Jetzt muss ich da wahrscheinlich nochmal Stöcke reinziehen, oder? Ja. Einfach mal alles reinschmeißen, extinguish. Light on. So, wir haben Feuer gemacht. Nice.
Okay, so, jetzt haben wir hier noch Fleisch. Kann man das einfach. There's no more room. Okay. Okay, wie legt man Fleisch aufs Campfeuer? Geht das irgendwie? brauchst bestimmt schon eine Bratpfanne oder so. Ja, wahrscheinlich. Ah, da war, glaube ich, auch irgendwas zum Craften. Primitive Tool oder war da was? Cup oder Cooking Pot. Brauche einen Stein, habe ich. Und einen Ast, habe ich auch. Ich brauche zwei Äste. Scheiße, die habe ich gerade verbrannt, ey. Perfekt. Shit. Ich bin halt nur voll überladen, weil ich so viel Fleisch habe. Ich habe 150 Fleisch. Alter. Das ist umgerechnet, weil die haben so eine eigene Maßeinheit, so eine Messeinheit. Statt Kilo haben die Stein. Das nennen die so. Ein Kilo ist so gesehen ein Stein. Ich habe 150 Stein in Fleischform. Was war denn das für ein fetter Hirsch? Das weiß ich auch nicht. So, ich habe es einfach mal gedroppt. Liegt jetzt so ein Beutel auf dem Sack, 150 Kilo. Ungefähr 2 x 2 cm Beutel. Na gut. So. Gut, dann gehen wir mal zu dem Baumstamm, der da liegt. Und du bist immer noch im Ladebildschirm. Ja, und jedes Mal, wenn ich raus tappe, zieht er mir Arbeitsspeicher. Das ist ja komisch. Ja, jetzt hat er es gleich, jetzt hat er es gleich. Ja, warte, Jetzt aha. komm. Okay. Ja. Okay. Geht doch. Ah, da kommst du runter geflogen. Wie du da eben Platsch, oh runterkamst. shit. Ich bin fucking ermüdet. Achso, das ist Soll nicht ich mein mal abnehmen? Lagerfeuer. Nein. Geht das? Keine Ahnung. Lass mich. Ich muss damit leben. Noch so ein Pferdbalken drauf und dann passt's, ja. So, da war eben, was hier, so, Own Jonathan Brookman, Time 1:16, Drop Object. Achso, nee, so, hier. Campfire, kann ich da jetzt sagen, irgendwie so, nee. Drop an Object. Place. Ich habe Baumstamm dahin gelegt. So, kann ich das jetzt irgendwie da hacken oder so? Übrigens, mal an die Leute, die gerade zugucken und mich vielleicht auch regelmäßig gucken, ich suche schon länger ein Spiel, was ich vielleicht mal neben DayZ spielen könnte. Und ich hatte mal The Forest überlegt, kam auch ganz gut an, aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen der Multiplayer-Aspekt. Und da hatte ich jetzt halt das Spiel gesehen und dachte so, das wäre vielleicht gar nicht mal so scheiße, irgendwie so als Let's Play-Projekt. So ähnlich wie DayZ ist es ja, nur ohne Zombies und Mittelalter. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt. Teste ich halt mal ein paar Spieler immer so aus, die ich anzocke. Ja, so, kann ich jetzt? Nein, ich kann es immer noch nicht töten, den Baumstamm. Also manche Wie hast du den Spielmechaniken. Baumstamm erst bekommen? Da Lag der lag da Zoom rum, oder wie? Ich mache hier nichts selber, es liegt alles rum, genauso wie der Elch da unten am Strand. Der lag da halt. Ich gehe nicht jagen. Ich glaube, da liegt noch was. Die Kann. Natur opfert sich einfach für dich. Ja. Ich guck mal, ich gehe jetzt mal selber Holz hacken. Mal gucken. Muss ich halt noch einen Baum da hochholen, ey. Hi. Ich hoffe, ich klaue jetzt Hallo. nicht deine Äste, wenn ich den Baum kaputt mache. Get a sprout. Get a bark. Was ist ein bark? Logging. Hast du schon eine Säge? Nee, noch nicht. Der muss den Bock schon klein sägen. Stimmt. Gute Idee. Jetzt habe ich bark. Achso, das waren eher so Samen, so mäßig, glaube ich. Na gut. Ah, nee, Rinde war das. Bark ist Rinde. Ah. Bock, ja. Stimmt, eine Säge. Gute Idee. Oh, ich habe doch schon eine Säge. Okay. So. Richtig. Das kann sehr gut sein. Stimmt, ich habe immer alle Tools schon mal gemacht. Ganz vergessen. Ich habe schon Hammer. Das ist Hammer. Ich hab's nicht geschafft, Gras zu sammeln. Fuck, ich bin zu dumm. Scheiße. Scheiße, Nitz. Scheiße. Lift and Object, ich kann es immer noch nicht machen, so richtig. Wie kann man denn. Schon wieder nicht allein. Ich glaube, der Fool ist schlauer als ich. Nitz. Das ist krass. Schlag weiter drauf. Irgendwann muss es auch gehen. Schlag es. Scheiße, Mann. Wenn Nitt dich haben will, dann gibst du es dem Mann. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Sag das noch. So. Forestry. Get a. Nee, nein, ich will nicht schon wieder Rinde. So. Forestry. Get a sprout. Snap branch. Inspect the tree. Get sprout. Mal gucken, was ein Sprout ist. Maple sp Tree Sprout. Was waren das jetzt? Ach so, es ist. Ja. Blätter. Kann ich vielleicht auch noch nicht. Vielleicht habe ich noch nicht den Skill dafür. Das habe ich letztes Mal auch die ganze Zeit beim Buddeln übersehen. Bist du noch da? Nit? Nit? Das ist doch nit wahr. So, Speed of Cutting Down Trees. An sich müsste ich es können. Can get a bark and chop down Softwood Trees. Ah, ich kann nur Softwood Trees runterhauen.
Dann lege ich, oh Gott, ich komme mit dem Inventar noch nicht klar. So, da ist dann die Säge und da mache ich gerade die Axt hin, genau. So, ist das hier Softwood? Nein, wahrscheinlich nicht. Nit? Ja, ich fahre nicht weg. Ah, okay. Ah, hier, den kann ich cut down. Der ist klein genug. Oh, guck mal, wie ich den verdresche, ey. Der hat's verdient. Bitch. So, aber ja, und den. Jetzt, toll, jetzt habe ich hier noch so einen fetten Baumstamm. Weißt du, man muss doch was damit machen können. Das muss man doch irgendwie verarbeiten können. Can uproot stumps. Ich mache mal bis Level 30. Can uproot stumps. Ich habe keinen Baum mehr. Mal gucken, ob ich noch irgendwo einen Softwood Tree finde. Ach, gather apples kann ich auch machen. Nice. Ich hole uns mal ein paar Äpfel, ne? Übrigens, das links unten, oben, rechts. Das ist das Gelbe. Das ist die Hungerleiste. Übrigens. Ja. Also wenn es auf 100 ist, bist du gesättigt. Ja. Okay. Ach scheiß drauf, ich krieg keine Äpfel, dich hau ich einfach weg, Alter. So. 24. Einmal noch, denke ich. Ein Baum muss noch dafür leiden. Aber erstmal gucken, kriege ich einen Apfel aus dir? Du hast echt verdient, ey. Gibst mir echt einen Apfel. Das geht nicht. Was mach ich hier? Oh. So viel Knöpfe immer. So, jetzt habe ich so 34. Jetzt theoretisch. Vielleicht geht's ja jetzt. Saw out a bullet, board a building lock. Oh, ich kann Sachen machen damit jetzt. Ho. Lift an object. Erstmal liften jetzt. Lass mich durch. Ah, ah. Hab ich gerade voll verheddert. Du standest unter dem Baum auf den Fällen, hä? Ja, nee, da war so ein Loch in ja, keine Ahnung. Ins Nichts war da gerade ein Loch. Ah, ich denke jedes Mal, ich bin da, aber dann sehe ich Scheiße. Lagerfeuer ist weiter weg. Fuck. Ah. Ah. Okay. Place. Perfekt. War echt nicht schwer. Guck mal, das ist fast eine Bank. Einfach so, weißt du? Kennst du das? Kann ich einfach draufsetzen da am Feuer. Ja. Bist du doch nicht. Verdammt nicht. Ah, nett. So. You cannot do anything with that object. Was soll denn das jetzt heißen? Ich hab's doch hierher gebracht. Nitz, weil es gehört jetzt dir. Ja, mein Stamm. Du hast mir die Rechte entzogen. Oder nicht nur nach 2 Minuten noch, ja? Nach 2 Minuten gehört's dir. Na gut, dann muss ich halt meinen Baumstamm. Saw out a billet. Aboard a building lock. Ja, was mein da? Was ist ein Billet? Komm, ich säge. Warum kann das jetzt so... Toll. Hä? Warum ging das auf einmal? Dass ich jetzt sägen kann? Ja. Weil ich es gelernt habe. Ich musste echt noch den Skill vom Bäume fällen hocharbeiten, so dass ich jetzt weiß, was Baumstämme sind und was ich mit einer Säge machen kann. Aha. Ist ja logisch. Wenn man genug Bäume fällt, dann weiß man auf einmal, was so alles geht. So, jetzt habe ich so Baumlocks halt einfach, weißt du? Oder so. Campfire, add some fuel. Jetzt kann ich die Scheiße auch befeuern, ey. So. Nice. So, und an sich müsste ich da jetzt irgendwie Feuer machen können. Wobei das wahrscheinlich wieder ein Skill ist, den ich lernen muss erst. Mal gucken. Hier bei Essen irgendwie. Mach ich ein Level. Common Herbs und sowas sammeln. Ah, nee, da kann man Animals tamen und so. Zähmen. Aber wie kann ich Fleisch braten? Hast du jetzt schon so ein Werkzeug zum Braten? Ach, richtig. Da war ja, stimmt. Du wolltest ja Äste sammeln. Richtig. Ich wollte ja Äste. Jetzt habe ich immer noch keine Äste. Ich habe einen Ast. Shit. Du machst das gut, Nitsch. Hau weiter das Gras. Ach, wir sind nicht gefunden. Verdammt. Ich bin auch so wütend auf das Gras. Ich verstehe deine so. Halt die Fresse, Gras. Jetzt aber. Voller, gib's ihm. Gib's ihm. Oh, guck mal, da kommt einer. Da kommen mehrere. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Doch, der Typ, okay. Mal den Local-Chat im Auge behalten. Na, was geht? Na, was geht? Nichts Besonderes. Wir wollten nur mal gucken, ob wir die Flammen hier gesehen haben. Ah ja. Ja, wir fangen gerade neu an. Wollt ihr euch uns vielleicht anschließen? Wir gehören zu dem Dorf da unten. Ah ja, ich habe euch auch schon gesehen. Erstmal nicht, wir lernen erstmal nur so das Spiel kennen, vielleicht von anders. Aber danke der Nachfrage. Jo. Sucht ihr noch Eisen? Noch
nicht. Das Loch hier war schon, was da hinten ist. So weit sind wir noch nicht. Wir haben bis jetzt nur das Lagerfeuer hier gemacht und... Lagerfeuer stehen im Verdacht, den Server abschmieren zu lassen. Ach so, echt? Da hinten... Das heißt, dass es... je länger, also das heißt, dass je mehr halt Lagerfeuer brennt, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Ah, okay. Das gilt aber nicht für die Eisenschmelzen oder so. Also Furnace und alles, was es so sonst so gibt, die könnt ihr ganz normal benutzen. Okay. Okay, wir düsen mal wieder ab. Jo, alles klar. Nur so schön, das war doch eine... Hört man mich noch? Ja, also nicht in-game. Im CS meine ich. Achso, oh Gott, ich dachte schon. Was für Wichser, hört man mich nur. Nee, fand ich eine coole Sache. Die waren freundlich, die haben gefragt, ja, ob wir irgendwas brauchen. Ja, und wir wurden eingeladen, unten im Dorf zu joinen. Aber ist mir jetzt noch zu früh, ehrlich gesagt. Ist dafür kein das Spiel noch zu wenig. Und die versklaven uns bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Prostituieren uns dann. Wie das halt so ist, ne? Im Mittelalter. Wurde alles prostituiert einfach. Jeder versklavt. Ja. Achso, ich wurde jetzt abgelenkt, habe immer noch nicht genug geschafft. Hast du die erste, oder? Nein. Erscheint aber ohne so eine erwachsene Community zu sein. Also okay, wir haben jetzt eine Person getroffen, mit der wir geredet haben. Sollte man noch nicht für Statistiken benutzen, aber naja. Ja, soweit zu der ersten Folge von Life is Feudal. Wie gesagt, schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Wir haben jetzt allerdings auch schon 3 Folgen ungefähr aufgenommen. Die werde ich dann jetzt nach und nach raushauen. Und ich muss wirklich sagen, auch nach diesen 3 Folgen, ich bin wirklich begeistert von dem Spiel und könnte mir wirklich ein zweites Projekt auf diesem Kanal vorstellen, neben DayZ, und zwar Life is Feudal. Ich finde es wirklich passend und es bietet so viele Sachen und hat einfach sehr viel Potenzial für ein Let's Play, finde ich. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch drüber freuen würdet. Die nächsten Folgen könnt ihr auch nur abwarten und da schreiben, wenn ihr euch noch nicht sicher seid. Die kommen auf jeden Fall. Und ja, ich fand es super lustig. Nitz hat übrigens auch einen Kanal. Könnt auf seinem Kanal mal vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Ist nur sehr am Anfang und ja, vielleicht gefällt es euch ja. Ansonsten danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und sonst bis zur nächsten Folge. Haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.